Ding. Heute ist der 10. August 2017 und somit mal wieder endlich Zeit für diese Division Donnerstag News. Und fangen wir mit einer eher kleinen, fast uninteressanten Neuigkeit an. Noch 4 bzw. 5 Tage und endlich geht 1.7 live. Die passenden und aktuellen Patchnotes zu 1.7 gehen wie immer erst einen Tag vorher online, sprich, die kann ich euch erst am Montag präsentieren. Aber das ist gar nicht ganz so schlimm, denn das meiste wissen wir doch sowieso schon. Und was jetzt uns mit 1.7 direkt erwartet, ist das erste Global Event, was bis zum 22. August andauern wird. Das nennt sich Outbreak. Also die Mission, die wir schon auf dem PTS kennenlernen konnten. Und das wurde uns letzte Woche ja auch schon gesagt. Also von daher nichts Neues. Sprich, wer da nochmal Infos zu benötigt, schaut mal in die letzten 1-2 State of the Game News von mir. Da ist das alles nochmal erklärt. Und auch schon bekannt, die ersten Classified Sets, die mit diesem Global Event eingeführt werden, ist das Deadeye, der einsame Held und die finale Maßnahme. Und sobald dann dieses Global Event am 22. August vorüber ist, werden diese 3 Classified Sets in den normalen Loot Table eingeführt. Und da ist ja dann auch schon bekannt, dass die Drop-Chance recht gering sein soll. Wie lange es dann am Ende doch wirklich dauert, um ein Classified Set zu bekommen, das können wir erst sehen, wenn 1.7 live ist bzw. mal ein paar Tage dann ins Land gegangen sind. Und neben den ganzen Global Events und Classified Sets sollte man nicht vergessen, dass ja auch die neuen Belobigungen-Events kommen, sprich die Teile, wo man gewisse Aufgaben erledigen muss, um sich die Aufnäher für den Ärmel zu erspielen. Ja, ich weiß, das finden viele blöde. Ich persönlich freue mich drauf. Das ist so Kleinigkeiten, die ich gerne nebenher mitnehme, beziehungsweise auf die ich gerne mal hinspiele. Und zu diesen Aufbappern für den Ärmel kommen ja auch noch die Gesichtsmasken, die man bekommen kann. Wie die aussehen, wo man die bekommen kann, keine Ahnung, haben sie nicht gesagt. Das wollen sie wohl, dass wir das selber rausfinden. Finde ich auch mal nicht verkehrt. Und dann kann man ja noch für die, die es wieder vergessen haben, sein Aussehen nachträglich jetzt endlich ändern. Also unten im Hub rechts rein direkt in den Waschraum und da kann man sich dann das Aussehen wieder anpassen, wie man es gerne hätte, wenn man unzufrieden sein sollte mit seinem bisherigen Avatar. So, das waren jetzt eher die unwichtigen bzw. schon bekannten Änderungen, die kommen werden. Kommen wir zu 2-3 Sachen, die doch recht interessant sind, die es auf dem PTS noch nicht gab. Und zwar das Talent Stabil, das Waffentalent Stabil, was man bis zum Level 29 auf einer Waffe haben kann, wird geändert und zwar auf 10% Stabilität nur noch. Vorher waren es glaube ich 25, wenn ich mich recht entsinne. Das hat den Hintergrund, dass doch der ein oder andere eine 29er Waffe mit sich rumgeschleppt hat und das am besten noch in dem Alpha Set und somit dieses Talent auch für seine Hauptwaffe gezählt hatte. Sprich, sie haben dann eine richtig stabile LVOC bzw. Bullfrog oder sonstige Waffe bekommen. Ich persönlich finde das nicht so dolle, wenn man das macht, aber naja, es ist halt möglich, warum also auch nicht. Muss dann am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Dann gibt es noch 2 kleine Änderungen am D3-Set, also das Frontline-Set. Der eingehende Schaden im PvP, also durch menschliche Spieler, wird um 20% erhöht. Und der Dreierbonus wird von 30% Schildlebenspunkte auf 10% Schaden gegen Elite geändert. Das soll also eine annehmbare Anpassung im PvP sein. Wie sich das Ganze dann später auswirkt, werden wir auch erst sehen, wenn es live ist. Für die neuen verschlüsselten Behälter werden ja Schlüsselkarten benötigt und die Fragmente für diese Schlüsselkarten droppen jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% bei allen Gegnern. Das Thema mit den Lags ist auch noch aktuell. Sie haben jetzt wohl schon mal herausgefunden, dass es ein Synchronisationsproblem zwischen dem Server und dem Client gibt. Näher sind sie da aber auch nicht drauf eingegangen. Kann man wieder nur sagen, abwarten. Sie sind dran und wir hoffen, dass sie es bald mal auf die Reihe bekommen. Und zu guter Letzt, heute Nacht bis Sonntag gibt es wieder doppelte Belohnung für die Felderfahrungsbehälter. Sprich, haut um, was nur geht. Anstatt einer Kiste gibt es diesmal wieder 2. So, und das war's auch schon mit den News zu dem Game. Jetzt noch ein paar Infos von mir.
Oder heißt es zu mir? Egal. Der ein oder andere wird es ja auch schon mitbekommen haben, ich kann nun endlich auch live streamen. Eigentlich wollte ich ja nur auf YouTube streamen, aber das hat irgendwie von der Qualität nicht hingehauen. Das muss ich nochmal näher angehen. Aber auf Twitch funktioniert das Ganze einwandfrei. Also wer da mal zuschauen möchte, ihr findet mich da unter xlx_gaming. Und zwei feste Streamtage habe ich auch schon eingeplant. Und das ist der Montag und der Dienstag jeweils ab 20 Uhr. Und weitere Streamtage werden eher spontan entschieden, denn die meisten wissen es ja mittlerweile, habe ich Frau und Kinder und da ist das nicht so einfach mit dem Livestream planen, muss ich halt weiterhin spontan machen. Von daher geht einfach mal auf Twitch, sucht meinen Kanal xlx_gaming, klickt auf Follow und dann werdet ihr mitbekommen, wenn ich live bin. Vorausgesetzt, ihr wollt auch zuschauen. So, und das muss es für heute gewesen sein und eventuell schaffe ich es sogar noch, heute nochmal live zu gehen. In diesem Sinne, ich bin raus, euer XZX und ciao, ciao!